Jobportale wie Monster, Stepstone oder Jobpilot gibt es bereits genug. Trotzdem ist Anfang des Jahres eine weitere Plattform an den Start gegangen. Jobs Dahorm. Das Besondere, dort werden Stellenangebote aus der Region vermittelt. Wir haben immer wieder die ganz komische Situation. Wenn ich rausgehe zu Schulentlassfeiern, dann höre ich, um Gottes Willen, wir kriegen keine Lehrstelle, keinen Job nach dem Abitur oder was auch immer. Und bei den Betrieben, bei Betriebsbesuchen, das gegenteilige Bild, wo es heißt, um Gottes Willen, alle Leute sind weg, junge Leute wollen nicht mehr her. Sodass wir gemerkt haben, dass Angebot und Nachfrage einfach nicht zueinander finden. Obwohl junge Leute ja da sind und auch hier bleiben wollen und wieder zurückkommen wollen. Vor allem der Fachkräftemangel bereitet den Unternehmen im Bayerischen Wald Sorgen. Wir sind mitten in der Phase schon drin, aber ich sage immer, nach wie vor am Anfang. Der große Aufschlag, der wird da in 4-5 Jahren erst kommen. Wir scheiden jährlich viel mehr Fachkräfte aus dem Erwerbsleben aus als neue junge Nachkommen. Und das wird noch ein erhebliches Problem werden. Dabei sind mangelnde Fachkräfte nicht das einzige Problem. Es ist nämlich oft bei vielen eigentlich das Hauptproblem, so ich würde gern kommen, aber für meinen Partner ist nicht die adäquate Ausbildung oder die adäquate Arbeitsstelle vorhanden. Schwierig wird es natürlich, wenn man im Beamtenbereich ist, als Lehrkraft oder sonst was, oder sind wir insgesamt halt gefordert und versuchen, dass wir da mithelfen können. Einen Schritt in diese Richtung haben nun die drei Landkreise Regen, Deggendorf und Freyung-Grafenau und die VHS Regen gemeinsam mit der Plattform Jobs Dahorm getan. Denn das Angebot an Arbeitsstellen hier ist groß. Die Unternehmen sind sehr intensiv auf der Suche, vor allen Dingen aber im technischen Bereich. Also so 80% techniklastig ist es schon, aber auch im sozialen Bereich, im kreativen Bereich. Also momentan, wenn jemand eine Arbeit finden möchte bei uns im Landkreis, gerade im hochqualifizierten Bereich, der findet sie mit Sicherheit auch. Aus dem Landkreis Freyung-Grafenau stellen sich bereits 9 Firmen mit ihren Stellenangeboten bei Jobs Dahorm vor. Und auch im Landkreis Regen sind viele Firmen auf der Suche nach qualifizierten Arbeitskräften. Der Landkreis Regen hat im Monat September letzten Jahres eine Arbeitslosenquote gehabt von 2,8%. Das heißt, wir haben absoluten Fachkräftebedarf. Also es gibt bei uns sehr viele Betriebe, die das Portal aktiv nutzen, von Kaufhaus Bauer beispielsweise bis zur Firma Linhardt. Also es sollte querschnittsorientiert angesetzt werden für den kleinen mittelständischen Betrieb, aber auch für den größeren Industriebetrieb. Insgesamt sind bereits 40 Firmen auf der Homepage von Jobs Dahorm vertreten, mit rund 100 ausgeschriebenen Stellen. Das ist ja das Projekt Innovationsregion Bayerischer Wald und da die Regionalmanager auch sehr eng zusammenarbeiten von diesen drei Landkreisen, hat sich das eben so ergeben, dass die einfach gesagt haben, wir haben alle die gleichen Probleme und wir haben gesagt, wir wollen auch die Stellen so ausschreiben, dass es im Tagespendelbereich ist und da wäre es nicht sinnvoll, dass wir an der Landkreisgrenze Halt machen. Das Projekt wird aus dem Europäischen Sozialfonds finanziert und bekommt auch von überregionaler Stelle viel Unterstützung. Ich finde das eine tolle Idee. Erstens, weil wir feststellen, dass wir einen Fachkräftemangel selbst im Bayerwald-Landkreisen haben. Zum anderen habe ich den Eindruck, dass viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht im vollen Umfang wissen, welches Potenzial im eigenen Landkreis vorhanden ist. Eine weitere Besonderheit von Jobs Dahorm ist nämlich die Verbreitung der Stellenangebote übers Fernsehen, nämlich über DonauTV und über sämtliche Social-Media-Kanäle, wie zum Beispiel Facebook, Twitter und YouTube.